Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Sword Silver, der Nuzlocke Randomizer Challenge. Meine Freunde, ich bin euer Data, das Klumpen. Und ich habe keine Ahnung, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ich habe auch jetzt die letzte Folge nicht nochmal angeschaut. Ich glaube, wir müssen jetzt eine Arena machen. Ich bin mir relativ unsicher. Norbert ist ein Veteran, der seine Pokémon nun schon seit fast 50 Jahren trainiert. Wie du siehst, ist seine Arena außerdem von einer dicken Eisschicht umgeben. Aber in diesen eisigen Umgebungen schlottern Norberts Gegner die Knie, nicht nur aufgrund der Kälte. Bist du bereit für die Eiszeit? Heiz ihn mit brennenden Glut deines Ehrgeizes mal so richtig ein. Yay! Okay. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, was man hier so machen muss. Gerd, geh du mal an erste Stelle, bitte. Vielen Dank. Alter, ist das ein Snowboarder? Hey! Diese Pokémon-Arena hat einen rutschigen Boden, lustig, oder? Aber wir sind nicht hier, um rumzublödeln. Nein, wofür seid ihr da hier? Eine Herausforderung von Snowboarder Kuno. Geil. Pupanze. Ah. Ich weiß leider nicht, was Pupanze ist. Ist das Boden? Unsicher. Antikraft. Ja, sieht mir nach Boden aus. Scheiße. Ich dachte, es ist vielleicht Kampf oder so. Oh, aber durchaus souverän, wollte ich gerade sagen. Oh Gott, Felsgrab, bitte nicht. Das war ja nix. Das war ja gar nix. Komm, Gerd, du machst es. Flieg den Typen tot. Ich hoffe, ich bin laut genug. Das Mikro steht so weit weg. Ah, ich bin noch zu faul, das jetzt alles wieder umzustellen. Bulnona. Ist das Chemie am Start? Kann ich mir sagen lassen? Tor vor. Und es reicht. Bulldona ist down. Sehr schön. Gut gemacht, Sashimi. Dafür kriegst du auch ordentlich EP. Oder das war's denn schon mit Snowboarder? Siehst du jetzt, wie ernst wir es meinen? Nicht wirklich, Bro. Nicht wirklich. Du fährst Ski oder was? Wer dir das hier erlaubt, geschlossenen Räumen Ski zu fahren? Um zu Norbert, unserem Arena-Leiter, zu gelangen, musst du denken, bevor du losrutscht. Oh nein, aber das kann ich doch gar nicht. Skifahrer Helga. Knarksel. Oh shit, das ist ein Drachenviech, ey. Fuck it. Machen wir Winterhose. Drache ist immer gegen Drache effektiv, auf jeden Fall. Nur, ja, wir müssen halt auch davon ausgehen, dass Gerd nicht der Stärkste aus unserem Team ist. Weil es trotzdem damit lange dauert. Aber vielleicht. Okay, es geht noch. Alles cool. Gerd regelt hier. Und kriegt dafür auch sein Level up. Hat er gut gemacht, kann ich nichts gegen sagen. Und das war's schon mit Helga. Beim Skifahren, was würde ich nie gegen dich verlieren, nehme ich an. Das wollen wir ja mal sehen. Oh nein, nicht Pokémon, ich wollte eigentlich heilen. Kann es sein, dass ich kaum noch Tränke habe? Naja, wird schon. Wird schon schief gehen. Ich muss nachdenken, bevor ich losrutsche. Okay. Das war falsch, habe ich recht. Okay, warte. Resetten wir den Raum. Ich glaube, ich muss die andere Seite losschubsen, oder? Kann das sein? Also ab hier. Genau, weil dann komme ich ja hoch. Es sah nur von der Perspektive her so aus, als hätte ich das andere machen müssen. Ah, was soll's? Was denn? Zitterst du etwa? Hast du solche Angst davor, mit mir zu kämpfen? Nein, es ist nur sehr kalt hier. Hast du mal geguckt? Louis?
Glumanda. Hallo, Glumanda. Glumanda Level 25. Nee, nee, nee. Verschwendung. Kann Glumanda fliegen lernen? Glurak kann's. Oh Gott, Drachenwut. Oh Gott, Glumanda eigentlich schon Drachenwut. Können wir darüber mal reden? Warum hat Gerd nur 88 KP? Shillok. Ast, komm, Ast, go. Ast ist unser Wasser-Pokémon-Slayer. Genauso wie eigentlich auch Dings. Ihr wisst genau, was ich meine. Wuffel. Ist auch unser Wasser-Pokémon-Slayer. Ach, come on. Wahrscheinlichkeit, dass das Schutzschild zweimal Dadai trifft, sind 25% oder so. Ach. Und dann überlebt es auch noch. Ast, ich bin enttäuscht. Nicht sonderlich stark, aber ich bin leicht enttäuscht. Ast könnte sich ruhig auch mal weiterentwickeln. Perlu ist auch Wasser. Bitte mach nicht schon wieder Schutzschild. Oh, gut. Ich wäre sonst ausgerastet, Leute. Übrigens sehr spät. Ich habe Pokémon aufnehmen diesmal sehr, sehr vor mir hergeschoben. Weil hier kriegt man ja richtig Angst, yo. Ich weiß. Brutal. Okay, dann muss ich erstmal durch. Ich muss gar nicht gegen dich kämpfen, doch. Ach, da ist schon der Arena-Leiter, okay. Ja, easy. Sieh dir meinen, was, Parallelschwung an. Oh nein. Nicht der Parallelschwung. Svenja, das kannst du doch nicht machen. Es sind schon so viele Leute dabei gestorben. Glaube ich. Keine Ahnung, was es ist. Kennt sich jemand von euch mit Skifahren aus? Kann mir das sagen? Nein? Okay. Oh mein Gott. Shit. Jetzt muss ich nochmal Fliegen einsetzen wegen so verkackten Safkorn. Es ist scheiße warm. Können wir darüber mal reden? Es könnte ruhig mal wieder kühler werden. Oh. Ich zerlaufe. Ich wäre auch gerne in dieser Eisarena. Oh. Nein, jetzt bin ich weggerutscht. Oh nein, siehst du Svenja? Ich hab's ja gesagt, du musst vorsichtig sein. Ich kenne Norberts Geheimnis. Der Bastard hat ein Geheimnis. Eddie, du musst es mir sagen. Hat das was mit Reptane zu tun? Was? Ich brauche einzelne Scheibchen von Reptane? Okay. Okay, das war jetzt seltsam. Gerd schneidet das Viech jetzt ein Stückchen. Mit Fliegen. Und ja. Dann ist es tot, würde ich sagen. So. Hat er noch eins? Damirplex. Was ist denn Damirplex? Kann irgendwas von meinem Pokémon Kampfattacken? Nicht wirklich, ne? Kann Klump eine Kampfattacke? Guck mal. Ich glaube, Damirplex ist normal. Oh, jetzt können wir noch ein Pokémon. Es ist ein Hirsch. Was soll ich mit der Information jetzt anfangen? Erdbeben! Bring ihn um, Klumpen! Ja, normal effektiv sollte aber fast tödlich sein. Okay, dann machen wir noch eine Intensität. Intensität ist stärker, je höher die Intensität ist. Scheiße. Wir schauen mal, welche wir erwischen. 8. 8 ist relativ hoch. Also guter Schaden. Ich glaube, es ist höchstens 10. Und dann, ja, sieht der Attacke aber ein bisschen brutaler aus. Jetzt kommt Schalelos. Das ist wohl ein Wasser-Pokémon.
glaube ich. Oder? Yo. Es ist hässlich, aber es freut sich immer so. Ah, ja. Schleimiges Schneckenvieh. Wir sind draufgetreten, ist tot. So, Eddie. Na gut, ich verrate dir Roberts Geheimnis. Ja, dann sag. Komm. Das Geheimnis seiner Stärke ist, dass er jeden Tag auf kaltem Eis trainiert. Das steht Körper und Geist, oh mein Gott. Das hätte ich mir gar nicht denken können. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich zu dem rüberkommen soll. Absolut keine Ahnung. Kann doch hier die Scheiße. Oh. Ich glaube, das war falsch. Machen wir uns da nichts vor. Ich glaube, das war falsch. Oder war das falsch? Oh, jetzt hätte ich den nach oben schieben können. Okay, warte mal. Ey, das sollten wir vielleicht nochmal neu starten. Ich schieb mal den nach oben. Jetzt kann ich. Ich kann den nach da schieben. Bringt mir das irgendwas in irgendeiner Form? Welt oder sonstiges? Irgendwie nicht. Leute, ich bin zu blöd dafür. Es war nicht geplant, dass sowas heute kommt. Ich denke doch nicht an sowas. Also, Moment. Ich muss eigentlich rechts einen Stein haben. Das heißt, theoretisch. Nein. Ja doch, warte mal. Hä, theoretisch war ich doch gerade richtig, oder nicht? Nee, der rechte. Was heißt der rechte? Wie komme ich denn da hin? Der in der Mitte muss irgendwie nach rechts zu dem Trainer und dann muss ich den anderen noch mit dagegen schieben. Aber wie komme ich da jetzt dran? Das ist eigentlich eine gute Frage. Er soll nicht nach oben. Er soll nach rechts. Wie komme ich da hin? Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie ich eben zu dem Typen da gekommen bin. Scheiße. Ach so. Okay. Es nützt mir nichts. Habe ich das Gefühl. Oh, the fuck. Wie kann man denn so ein schweres Rätsel hier einbauen? Was ist denn los? Ich will ja nur ein bisschen Pokémon spielen. Shit. Kann ich es jetzt immer noch verschieben? Nee. Oh mein Gott. Profi. Habt ihr das gesehen? War doch einfacher als gedacht. Ja, wisst ihr was? Das ist ein Arena-Kampf. Da sollten wir vorsichtig sein. Und, würde ich sagen, let's go. Norbert. Pokémon und Menschen müssen vieles auf die harte Tour lernen. Höre auf den Rat eines Erwachsenen. Ich habe schon Pokémon trainiert, bevor du überhaupt geboren wurdest. Ist okay, du brauchst mich hier keine... Du musst mich nicht so runtersauen. Du kannst mich nicht besiegen. Ich, Norbert, der Wintertrainer, werde dir nun meine Macht demonstrieren. Oh nein. Oh, ist der alt. Wow, habt ihr gesehen, wie wenig es hier ist? Das ist Magby. Okay, relativ stark. Sashimi. Hier wird Wasser benötigt. Okay, schauen wir mal, ob wir den Arena-Leiter platt kriegen.
sag ich mal. Oh, kein Level up. Es ist Keifel. Ich würde sagen Klumpen. Let it rip. Und so. Ich glaube, das ist normal oder sowas. Wir machen einfach ein Erdbeben. Oder damit soll der Geschichte sein. Erdbeben. Okay, vorher fangen wir uns eine Schlammbombe und sind wahrscheinlich vergiftet. Oh shit, warum macht der so viel Schaden? Oh shit. Ah, oh, Klumpen. Mach keinen Scheiß. Fuck. Ich hab Klumpen erst hochtrainiert. Kein Bock, ihn wieder zu verlieren. Okay, okay, okay. Wir müssen umdisponieren. Gift. Gift. Er macht Giftschaden. Ich weiß nicht. Wuffel? Wuffel, du bist immer gut. Bring ihn um, Wuffel. Welche Klumpen? Alter, die Schlammbombe, die haut schon ganz schön rein, wa? Was, du bist auch anfällig dafür? Aber nicht so anfällig. Ja, das ist schon mal positiv. Hoffen wir, dass es irgendwie zurückschreckt oder so. Eissturm, na klar! Na klar! Scheiße. Okay. Trank. Trank. Oh Gott. Ich sollte wirklich damit aufhören, eine Woche lang oder so nicht zu spielen. Und dann direkt einen Arena-Leiter zu machen. Das scheint mir nicht so gut für mein Herz zu sein. Oh Gott. Ja, wisst ihr was? Ich heile jetzt mal auch mitten im Kampf Klumpen. Weil es kann ja sein, dass jetzt gleich danach irgendwas kommt, was Klumpen einfach so one-hitten kann. Oh shit. Solange er keinen Volltreffer macht, ist eigentlich alles okay. So, noch einmal. Okay. Diese verdammte Schlammbombe, ey. Warum ist sie überhaupt effektiv? Oh oh, mein letzter Trank. Oh shit. Okay, ich habe noch einen Hypertrank, aber... Das macht nichts. Das ist wahrscheinlich auch noch nicht das letzte Pokémon von ihm. Das ist das Problem. Okay, wofür? Du musst gleich irgendeine Attacke machen. Die ihn, auf mich umbringt. Rückensprung. Wofür ist sogar schon zu langsam, um zuerst anzugreifen. Oh oh. Das hat keine Wirkung auf Keifel. Fuck. Gift. Schlammbombe ist doch Gift, habe ich recht. Soll ich dann vielleicht mal Sashimi holen? Ich hole mal Sashimi. Ich meine, Keifel scheint in irgendeiner Form auch Boden-Pokémon zu sein. Nicht recht. Hä? Das kann doch nicht effektiv sein. Sashimi ist auch Gift. Ich hoffe es nicht. Surfer. Bring es um, bitte, Sashimi. Los. Was ist Schlammbombe überhaupt für eine Attacke? Fuck, Kacke. Glaubt mir reicht Level 34, wundervoll. Sashimi auch Level 33 endlich. Auch schön. Jetzt kommt Bummels. Bummels. Was ist Bummels? Das ist dieser Affe, oder? Ei, ei, let's go. Ja. Das war gar nicht schlecht. Ja, dein teuflisches Bummels, das wird jetzt alles auseinanderreißen, nehme ich an. Das wird eigentlich stark sein. Ne? Oh. Schaden ist okay. Kann ich beleben. Mein Zertrümmerer? Es ist doch Typ normal. Ja. Interessant. Was macht es jetzt? Eine Zitrobeere. Es faulenzt, ja, das ist das Beste an dem Pokémon. Er ist ziemlich faul. Ding.
Ich bin wie die Weide, biegsam und hart, noch kriegst du mich nicht klein. Willst du mich verarschen? Er heilt sich, das heißt, ich heile mich auch mal. Ein Wunschtraum. Weißt du nicht, wie das funktioniert? Mit dem Wunschtraum? Aber irgendwann sollte ich, glaube ich, HP wieder bekommen. Irgendwann, im Laufe des Kampfes. Denke ich. Komm, Ei, Ei, mach mir Ehre. Ja, siehst du? Bam. Full life, yo. Mein Wunsch ist geglückt, sozusagen. Und es faulenz. Und er hat noch eine Top-Genesung. Willst du mich verarschen? Norbert. Das zeugt gerade nicht viel von Können, das zeugt eher von Geld. Ich kann mir keine Top-Genesungen leisten, Leute. Da muss ich euch enttäuschen. Das werde ich mir wohl nie leisten können. Ich war eigentlich schon immer zu geizig dafür, um so gute Heiltränke zu kaufen. Ich bin eher von der Fraktion. Ich habe viele, viele, die nicht so viel kosten. Ja, das ist so mein Ding. Oh, Wurmitz ist tot. Das hat gar nicht lange gedauert. Hm, jetzt bin ich am Ende meiner Weisheit. Oh nein, Norbert ist am Ende seiner Weisheit. Hm, dein Können hat mich schwer beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du alle Widrigkeiten dieses Lebens mühelos bestehen. Du bist diesen Orden, dieses Orden würdig. Ordenswürdig. Eisorden. Diese Orden erlaubt es deinem Pokémon, die Attacke Whirlpool zu lernen. Mit der du, was? Mit der du selbst rasende Stromstellen überqueren kannst. Und das ist ein ganz besonderes Geschenk von mir persönlich. Team 7. Darin findest du Hagelsturm. Der kurze Hagelschauer, den diese Attacke verursacht, wird deinen Gegner ganz schön durchschütteln. Sie verkörpert all die Grauen eines harten Winters. Ja, und dafür kriege ich dann auch die ganze Zeit selber Schaden. Das ist ganz toll. Ganz toll ist das. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Jetzt haben wir zwar die Arena. Aber das hilft mir nicht weiter, ehrlich gesagt. Oh, Professor Lind ruft an. Hey, Delta! Oh, es ist sehr spät, was ich gesagt hatte. Hey, Delta, wie stehen die Dinge? Hör mal, im Radio geschieht gerade irgendetwas Merkwürdiges. Ich höre immer bloß Team Rocket. Da dachte ich, ich ruf mal an, Delta. Weißt du, was da los ist? Team Rocket feiert doch nicht etwa ein Comeback. Nein, das wäre doch zu abwegig. Entschuldige, ich wollte dich nicht beunruhigen. Pass auf dich auf. Ja, dann ruf hier nie wieder an. Alter Mann. Gott. Ich würde sagen, der Part ist lang genug. Beenden wir den Part. Ich stehe ein bisschen unter Zeitdruck. deshalb danke fürs Zugucken und so. Sehen wir uns im nächsten Part wieder von Pokémon Soul Silver, der Nuzlocke Randomizer Challenge. Ich bin euer Delta und bis dahin. Ciao.